Ja, Bananen! Ah, noch ein neues Gesicht. Ich komme aus Hammerfell. Ich kann kaum noch den Überblick über die Leute behalten, die ich schon getroffen habe. Ach so? Ihr seid also weit weg von zu Hause? Ja. Aber ich werde noch länger in Einsamkeit bleiben. Fihadas Fähigkeiten als Pfeilmacher haben mich hierher geführt. Ich wollte lernen. Und es gibt noch viel in Himmelsrand zu sehen. Ich habe von einer Stadt namens Windhelm gehört, die fast komplett weiß ist vor lauter... wie heißt es nochmal? Ach ja, Schnee. Und weit im Westen liegt eine Ruine. Wolskigge. Dort drin soll es eine Mauer geben, schwarz wie die Nacht. Und sie spricht in der uralten Drachensprache. Es gibt Wunder an diesem Ort, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Bin schon weit gereist, ich war in Helgen. Wo hat der Drache angegriffen? Wir haben Gerüchte gehört über Tote und Feuer, das vom Himmel kam. Aber nichts Handfestes. Die Gerüchte sind alle wahr. Ihr habt doch noch gar keine Gerüchte gesagt. Dann werden wir wohl bald köcherweise Pfeile verkaufen. Mit einem Schwert richtet man gegen einen Drachen nichts aus. Gut zu wissen. Es ist schön, mit einem anderen Reisenden zu plaudern. Ob mit Klinge oder Zauber. Wollt ihr es tot sehen, dann töte ich es. Ihr müsst mir lediglich meinen Lohn zahlen. Ein andermal vielleicht. Wenn ihr eure Meinung ändert, findet ihr mich hier. Okay. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Die Klinge kann so tödlich sein wie der Zauber. Aber noch tödlicher ist der, der mit beiden umgehen kann. Macht Sinn, oder? So, was haben wir denn hier? Ah, das ist wohl unser Bettchen. Lydia, schau mir in die Augen. Und weiter, weiter, weiter. Achso, nee, reicht schon, danke. Wie viele Instrumente spielen die? Da geht's ja noch hoch. Ja, so nicht. Pflanzen fälschen? Was es wohl damit auf sich hat? Jörn! Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Meine Trommeln werden unsere Truppen zum Sieg führen. Darf ich euch um etwas bitten? Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Schon wieder. Er scheint stolz drauf zu sein, embargelt zu sein. Wieso auch nicht? Zugegeben. Wir singen Lieder über Könige, Königinnen und ihre Politik. Aber wisst ihr, wer wirklich Geschichte schreibt? Wer denn? Derjenige, der sie zu Papier bringt. Okay. Lebt wohl, Fremdling. Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da. Olaf und der Drache, ne? Lass mal liegen. So, hier haben wir noch. Okay, wo geht's hier runter? Oh. Das ist alles. Ah, hier ist voll. So, was haben wir dann noch? Okay, die scheinen viel auf Lager zu haben. Erstaunlich, dass da jeder runter darf. Ach, hier ist der Tresen. Corpulus Vinius. Willkommen im zwinkernden Skeva, mein Freund. Weshalb heißt diese Taverne zwinkernder Skeva? Nun, als kleiner Junge hatte ich einen Skeva als Haustier. Und er hat immer gezwinkert. Ein Held nach Krieg. Ihr habt einen Skeva als Haustier gehalten? Damals waren sie noch kleiner. Okay. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Varnius Junius kam auf seinem Weg zum Hof hier vorbei. Er war wegen irgendetwas besorgt. Falk Feuerbart kann euch sicher sagen, was es ist. Begib dich zum Hof von Einsamkeit. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Die Leute sagen, dass in den Straßen beim Blauen Palast ein Mann umherstreift. Er wirkt verzweifelt, aber seine Worte ergeben nicht den geringsten Sinn.
Stelle Nachforschungen über den Mann an, der in der Nähe von der Bardenakademie die Straßen entlang wandert. Mehr gibt es nicht. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magie? Da seid ihr hier am falschen Ende von Himmelsrand. Ihr müsst nach Winterfeste, zur Akademie dort. Da wird Magie gelehrt. Okay. Ansonsten könnt ihr euch auch an den Zauberer des Jarl wenden. Ich würde das aber nicht. Denkt an den zwinkernden Skever, wenn ihr das nächste Mal wunde Füße habt. Also du, warte mal. Will er nicht stehlen? Danke. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte Natürlich. Nein. Für heute gehört das Zimmer euch. Dankeschön. Ich zeige euch euer Zimmer. Das wäre super nett. Minette Vinius. Hallöchen, wie heißt ihr? Seid ihr auf Besuch? Was macht ihr so? Wo ist denn der hin? Ah, da ist er. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Zum Sieg führen. Ja. So ist fein. Würde schließen. Olaf und der Drache. Von Adonato Leotelli. Eine schöne gute Nachtgeschichte. Eine der schillerndsten Legenden der Nord ist die Geschichte von Olaf Einauge und Numinex. Vor langer Zeit, während der ersten Ära, verwüstete ein furchterregender Drache namens Numinex ganz Himmelsrand. Der schreckliche Drache machte Dörfer dem Erdboden gleich, brannte Städte nieder und tötete zahllose Nord. Es schien, als könne keine Macht in Tamriel dem Monster Einhalt gebieten. Ich glaube, die kennen wir schon. Es war eine schwierige Zeit in Himmelsrands Geschichte, da ein verbitterter Erbfolgekrieg zwischen den Fürstentümern herrschte. Ja, hätten vielleicht die Bestie besiegen können, wenn sie zusammengearbeitet hätten, aber gegenseitiges Vertrauen war damals Mangelware. Ja, kennen wir schon. Axt und seinem Schild, dann. Naja, wir lesen sie nochmal. Ein erfahrener Krieger namens Olaf meldete sich freiwillig und versprach, die Bestie zu besiegen. Laut manchen Quellen war er der Jarl von Weißlauf. Laut anderen Versionen der Legende versprach Olaf den Bewohnern von Weißlauf, dass er das Monster fangen würde, wenn sie ihn zum Jarl ernannten. Jedenfalls begab sich Olaf mit einer Handvoll seiner bewährtesten Krieger auf die Suche nach der Bestie und fand Numinex schließlich in seiner Drachenhöhle auf der Spitze des Berges Altor. Altor ohne L. Es versteht sich von selbst, dass dort ein epischer Kampf stattfand. Zuerst ging Olaf mit seiner Axt und seinem Schild auf den Drachen los. In manchen Versionen der Legende heißt es, dass sich Olaf und die Bestie tagelang mit Klinge und Klaue bekämpften, aber da sie ebenbürtige Gegner waren, konnte keiner den beiden die Oberhand gewinnen. Die meisten Quellen behaupten, dass Olaf seine Waffen schließlich zur Seite warf, vielleicht aus Frustration, weil sie absolut keine Wirkung auf den Drachen hatten, um dem Ärger, der sich in ihm aufgestaut hatte, Luft zu machen, ließ Olaf einen schrecklichen Schrei los. Auch hier gehen die verschiedenen Versionen der Geschichte wieder auseinander. Viele Quellen behaupten, dass Olaf sich nicht darüber im Klaren war, dass er die Macht der Drachensprache besaß, während andere behaupten, dass er diese Gabe schon lange besessen hatte, aber sie erst in der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Drachen erproben wollte. Eigentlich alle Versionen der Legende sind sich jedoch darüber einig, was als nächstes geschah. Mit Hilfe der beeindruckenden Kräfte der Drachensprache lieferten sich Numinex und Olaf ein episches Schreiduell auf der Spitze des Berges Altor. Ihre Worte waren so gewaltig, dass sie angeblich den Stein zum Bersten brachten und den Himmel teilten. Schließlich brach Numinex aufgrund seiner Verletzungen und vor schierer Erschöpfung zusammen. Irgendwie, und dieses Detail wird verdächtigerweise in keiner Quelle erwähnt, schafft es Olaf, den Drachen den ganzen weiten Weg
bis zur Hauptstadt von Weißlauf zu transportieren. Die Bewohner von Weißlauf waren gebührend von Olafs Geisel beeindruckt. Sie bauten einen großen Kerker aus Stein am hinteren Ende des Palastes, den sie in Drachenfeste umbenannten. Dieser riesige Kerker war bis zu dessen Tod Numinex Gefängnis. Olaf selbst wurde schließlich Großkönig von Himmelsrand, was zum Ende des Erbfolgekrieges führte. Vermutlich hat ihn seine große Heldentat zum einzigen Anführer gemacht, auf den sich alle einigen konnten, und so herrschte wieder Frieden im Lande. Als Besucher von Himmelsrand finde ich diese Geschichte faszinierend und gleichzeitig höchst unterhaltsam. Sie ist eine der beliebtesten Legenden der Nord und man kann leicht verstehen, warum dem so ist. Es ist eine Geschichte von überragendem Heldenmut, in der ein gewiefter und ehrwürdiger Nord gegen einen wahrlich furchteinflößenden Gegner kämpft und siegreich aus dieser Schlacht hervorgeht, indem er ihn durch Schreien bezwingt. Diese Geschichte wäre nur noch typischer für den Nord gewesen, wenn Olaf Numinex beim Betttrinken geschlagen hätte. Es gibt jedoch auch jene, die an der Wahrheit der Legende zweifeln. Der Barde Svagnir, der während Olafs Herrschaft lebte, schrieb und sang ein alliterierendes Lied, whatever, das Olafs Version der Ereignisse in Frage stellte. Voller Zorn warf der Großkönig den aufsässigen Barden ins Gefängnis und zerstörte alle schriftlichen Kopien des Liedes. Wie gerne würde ich eine Kopie dieses Liedes in die Finger bekommen. Ich gebe zu, dass ich immens neugierig bin, welche Behauptungen Svagnir darüber aufstellte, wie Olaf Numinex wirklich besiegt hatte. Es sind nur wenige alte Bardentexte überliefert, die darauf eine Antwort geben könnten. Diese Bücher behaupten, dass Numinex aufgrund seines extrem hohen Alters besonders überlaunig war. Diesen Schriften zufolge tyrannisierte der Drache in seinen letzten Lebensjahren das Land, bevor er auf die Spitze des Berges Athor flog, um dort in Frieden zu sterben. Als Olaf Numinex fand, war der Drache zu schwach, um sich zu wehren. Olaf und seine Männer konnten die Bestie mühelos einfangen, aber sie beschlossen, die Situation auszunutzen und eine heroische Geschichte zu erfinden. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass alle von Olafs Kriegern, die sagten, Augenzeugen des Schreiduels gewesen zu sein, während Olafs Herrschaft als Großkönig zu reichen Anführer gemacht wurden. Es ist jedoch genauso gut möglich, dass Svagnir einen Groll gegen Olaf hegte und dass ein skandalöses Lied ein Versuch war, den Ruf des Großkönigs zu schädigen. Leider werden wir das nie erfahren. Ich verlasse euch nun, lieber Leser, mit dieser sanften Ermahnung. Ein guter Historiker muss objektiv bleiben und alle Sichtweisen berücksichtigen. Die Zeit tendiert dazu, unsere Darstellung der Ereignisse zu verzerren. Daher gilt, je näher man den Originalquellen kommen kann, umso besser. Das lassen wir mal liegen. So, 9:30, 10:30, 11:12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann sollte ich eventuell da endlich mal was einschenken. Könnte ich eventuell auch mal was trinken. So, du wachst und bist gut ausgeruht. Warum habe ich keine Vatergefühle? Genau, wo war die heute eigentlich? Unser Töchterchen. Ah, wir sind mal brav. Warum überspringst du die Nächte immer? Sind doch voll schön. Ja, weil ich halt, weil man nachts schläft. Ja, nicht so darunter. Da geht's raus. Und ich jetzt nämlich mal in den Palast gehen will und in der Regel kommt man nämlich da so nicht rein. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Meine ja. Wir werden unsere Truppen zum Sieg führen. So, ich hoffe ja mal, dass man da morgens reinkommt. Das hier auch stehlen? Nein.
So. Ich habe den Knochen gefunden. Ich habe ihn euch gebracht. Und doch werde ich zurückgewiesen. Ah. Der Winnin. Ihr werdet mir helfen. Ihr helft doch den Leuten, oder? So etwas tut ihr doch. Was braucht ihr? Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Wo finde ich euren Meister? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Stelle Nachforschungen über den Mann an, der in der Nähe der Bardenakademie hammer. Begonnen der Geist des Wahnsinns. Okay. Warum verlasst ihr euren Meister nicht? Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. Also gut. Okay. Oh, den haben wir schon mal so. Erstmal speichern. So, Kammerjäger, töte Eiswolf. Gib dich zum Hof von Einsamkeit. Advars, Moment mal. Hä? Ballrüstung. So, ist da der Wolf drin? Oh. Keiner mehr hier. Easy. Kehre zu Aela zurück. Dafür sind wir jetzt, keine Ahnung, 2 Stunden rumgelaufen fast. Hallo. Hallo. Ich will nicht reden. Warum nicht? Na gut, wenn ihr nichts über den Drachen hören wollt. Drache? War ein Helden, als der Drache angegriffen hat. Echt? War er groß? Hat er Feuer gespuckt? Nein, er war so klein. Und er hat Eis gespuckt. Vanilleeis. Und Erdbeereis. Und Schoko heißt Fürst Pichler. Ja, und nochmals, ja, du meine Güte, ja. Nein, meine Antwort gefällt mir besser. Boah, ich wusste es. Ich wusste, dass es sie wirklich gibt. Das muss ich Papa erzählen. Kannst du Papa eventuell auch erzählen, ich habe den Wolf getötet, okay? Er hat zu zahlen. Oh, den scheint sie aber gut zu gehen. Lachsbraten. Moin, guten Hunger. So. Nur mal gucken. Was haben wir denn da drin? 10 Gold, ja. Also ich bin zwar ne Egoistensau hier in dem Spiel, aber 10 Gold doch nicht. Da heimt sich mir doch kein Ärger ein. Holzkohle, ne. Ja, zu holen, glaube ich, gibt's hier nichts. Tschüss. Also Aufgabe 1 haben wir erledigt. Blauer, der sieht nicht blau aus, oder?
Ich würde sagen, da müssen wir hin. Bitte, habt Mitleid mit einem alten Verrückten. Ja, wenn er schon selber sagt, dass er verrückt ist. Aufschließen, Breilings Haus, Novize. Was? Warum? Was hast du denn? Guck, guck. Geh erstmal dahin, keine Ahnung, was da drin ist. Blauer Palast entdeckt. Erstmal Blümchen pflücke. Servus. Oh, was für eine prächtige Rüstung aus traditionell geschmiedetem Stahl. Genau. Oh, halt. Wir müssen Klamotten tauschen. So. Bekleidung. Servus. Euren überflüssigen Krempel könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Danke. Apropos. Ah, easy. Glauben wir hier erwischt werden? Oh, servus. Frau Jarl. Ich schwöre euch, dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft werden Eure die Menschen Hoheit, von meine Weissagungen immer haben für das Gebiet sein. Nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht? Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Falk, tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrügge zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen der Höhle. Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. Haben da wir ein Spiel? Hi. Hier am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ich habe erfahren, dass ihr Hilfe in der Wolfsschädelhöhle braucht. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Ah. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Das wollte ich hören. Und warum heißt sie Wolfsschädelhöhle? Die Höhle hat eine finstere Geschichte. Vor langer Zeit hat Totema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Daher kommt der Name. Das war vor über 500 Jahren. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Naja, vielleicht tut's das auch. Ich muss irgendwie in den Pelagius-Flügel kommen. Auf gar keinen Fall. Dieser Flügel ist schon seit Hunderten von Jahren abgesperrt. Aus gutem Grund. Es heißt, der Geist von Pelagius, dem Wahnsinnigen, spuke dort noch herum. Ob es dort nun spukt oder nicht. Manche Überbleibsel seiner finsteren Herrschaft sollten besser begraben bleiben. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Ja, hat General Tullius Respekt vor Elisif? Aber natürlich. Was soll diese Frage? Ihr habt euch wohl von Erikur beschwatzen lassen. Unter den Tarnen gehen Gerüchte um und ich verdächtige ihn, sie gestreut zu haben. Ihr solltet diesem Gerede kein Gehör schenken, wenn ihr in dieser Stadt weiterhin willkommen sein wollt. Ja, ich bin Trotz neu hier. Trotz ihres jungen Alters ist Elisif von Rechts wegen Jarl. Und hier in Himmelsrand respektieren wir immer noch die Traditionen unserer Vorväter. Ihr würdet gut daran tun, dies nicht zu vergessen. Okay.
Was passiert mit Elisif, wenn das Kaiserreich den Krieg gewinnt? Das wird sich noch zeigen. Sie hat einen legitimen Anspruch auf den Titel der Großkönigin von Himmelsrand. Doch wir benötigen die Unterstützung der anderen Jarl, soll der Anspruch Bedeutung haben. Wenn diese sie als Herrscherin akzeptieren, wird es Frieden geben. Okay, danke dir erstmal. Bitte fühlt euch am Hof von Einsamkeit willkommen. Sibylle Stentor, du siehst dich ein bisschen wie eine Zauberin aus, ne? Wenn ich etwas von euch bräuchte, würdet ihr es wissen. Gibt es ein Problem? Nichts. Ich bin beschäftigt und werde nicht gern gestört, außer wenn ich von euch etwas erwarte. Ach, nun seht mich doch nicht so an. Also schön, vielleicht finde ich eine kleine Aufgabe, die euch beschäftigt hält. Wir haben ein kleines Vampirproblem. Es sind Leichen gefunden worden, die völlig blutleer waren. Ich weiß von einem Nest hier in der Nähe, das ihr zur Vorsicht ausräumen könntet. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich erwarte nicht, dass ihr auch nur das fertig bringt. Ah ja. Ich möchte statt Zerstörung, ne, trainieren wollen wir nicht, das ist zu teuer. Wie lange seid ihr schon Hofzauberer? Während der Herrschaft von Toreks Vater war ich ein Mitglied des Hofes. Es war Torek, der mich in diese Position einsetzte. Ihr und Großkönig Torek standet euch also nahe? Oh ja, ich habe geholfen, ihn großzuziehen. Ach, ich hätte stolzer nicht sein können, Torek auf dem Thron zu sehen. Er war ein guter König. Ein guter König. Wart ihr dort, als Großkönig Torek starb? Ja, zu meiner Schande. Der ganze Hof war anwesend. Ich habe in meinem Leben schon vieles gesehen, aber das war ein grauenvoller Tag. Erzähl doch mal. Warum wurde Torek umgebracht? Wie ist das passiert? Ulfric erschien an den Toren von Einsamkeit und er suchte um eine Audienz. Wir dachten, er sei hier, um Torek zu bitten, die Unabhängigkeit auszurufen. Als wir erkannten, dass Ulfric hier war, um Torek herauszufordern, war es bereits zu spät. Warum war es zu spät? Nach Sitte der Nord konnte Torek, nachdem die Herausforderung bei Hofe ergangen war, nichts anderes mehr tun, als sie anzunehmen. Sonst hätte Ulfric einen Grund gehabt, eine neue Volksversammlung einzuberufen und eine Neuwahl des Großkönigs zu beantragen. Torek war natürlich im Kampf ausgebildet worden, aber das spielte an jenem Tag kaum eine Rolle. Als sich Ulfrics Lippen teilten, als er die Macht des Tuum entfesselte, dieser Schrei, diese alte und schreckliche Sprache, riss Torek entzwei. Hat er ihn also doch mit der Stimme zersägelt? Zerstörungszeremonie, wo erfahre ich mehr über Magie? Ich habe keine Zeit und keine Geduld für einen Schüler. Vielleicht könnt ihr in die Akademie von Winterfeste eintreten. Ja, danke schön. Vampire sind gerissene Jäger. Auf jeden Fall gerissener als ihr. Meinst du? Jarl Elisif, die Liebreizende. Beeilt euch. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Warum hat Ulfric euren Mann getötet? Weil hinterlistige Feiglinge so etwas eben tun, wenn sie nach Macht gieren. Also. Ulfric war versessen auf den Thron des Großkönigs. Er meinte, ihm würde er eher zustehen als Torek. Und so trat er vor meinen Ehemann und er brüllte mit dieser furchtbaren Stimme. Wie etwas aus einer Legende oder einem Albtraum. Als Ulfric seinen Zorn entfesselte, da hörte mein Mann einfach auf zu leben. Und nun genug davon. Denn es schmerzt mich, davon zu reden. Ja, das kann ich verstehen. Seid ihr die Großkönigin von Himmelsrand? Nein, noch nicht. Obwohl es wahr ist, dass mein Ehemann Torek der Großkönig war und ich seine Witwe bin. Doch jetzt ist nicht die Zeit, Anspruch auf den Thron zu erheben. Dieses Land ist von Krieg zerrissen und das Volk leidet. Die Sturmmäntel sind eine Plage für Himmelsrand. Und wie jede Plage müssen auch sie ausgemerzt werden. Erst dann werde ich meine rechtmäßige Stellung als Großkönigin einnehmen. Irgendwann müssen wir mal mit Ulfric Patakte reden. Vertraut ihr General Tullius? Diese Frage klingt nur allzu vertraut. Ich höre sie auch oft von meinem Tarnen. Sie sorgen sich, dass sich Tullius so sehr auf den Krieg konzentriert,
dass er womöglich vergisst, was das Beste für unser Volk ist. Die wahre Ironie besteht darin, dass General Tullius zwar kein Nord ist, die Menschen von Himmelsrand aber ohne ihn hoffnungslos verloren wären. Vertrauen ist immer schwierig, besonders für mein Volk. Und doch müssen wir auf Tullius Führung vertrauen. Denn was haben wir für eine andere Wahl? Gefällt euch meine Kleidung? Es sieht eigentlich ganz bezaubernd aus. Eine hervorragende Handwerksarbeit. Das habe ich im glänzenden Gewänder gekauft. Ach wirklich? Nun, dann könnt ihr dort ausrichten, dass ich sehr bald einige Kleider in Auftrag geben werde. Oh, schön. Erzähle Tari, was Elisif über die Kleidung gesagt hat. Vielen Dank erstmal. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Beeilt euch. Ja, ich habe wenig Geduld für banale Belange. Ruhe. Okay. Oh, hallo. Ich räume gerade etwas auf.